Ja, Maguda Havadugo, Unkisigo Hagada. Ja, was frei übersetzt so viel heißt wie Unk sagt euch ein großes, schönes, dass ihr da seid. Oder in anderen Worten formuliert auch einfach herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unk auf der Suche nach dem Fire auf dem Vulkan dort oben. Wir befinden uns kurz auf der Suche vor drei neuen Münzen in Level Nummer 5. Und da würde ich sagen, gehen wir auch dann direkt ohne allzu viele Vorreden, starten wir einfach durch, gehen dahin und gucken, was uns da erwartet. Neben einem kleinen Lagerfeuer, das auch ein Ladefeuer sein könnte. So, da sind wir. Ja, ich würde sagen, wie üblich, so erste Aktion des Tages, erstmal so ein bisschen Lagebestand aufnehmen. Komm hier, mal gucken, was man so alles anklicken kann. Ohne dass man die Hintmünzen erstmal betätigt. Und ein bisschen die Lage checken, damals noch nichts mit anzufangen. Okay, auf den kann er sich immerhin draufstellen. Hier ist noch ein Steinchen. Achso, ja, praktisch, den kann er sogar schon mitnehmen. Was haben wir hier? Oh, guck mal, hier ist eine Beule. Hier ist eine Beule im Level. Ja. Und weg ist sie. Hat sich ausgebeult. Na gut. Okay, hier, ah, guck mal, den können wir rumdrehen. Oh, cool. Was mit der Biene hier? Nee. Was ist das? Spinne? Nee. Eine Fliege? Auch nicht. Das ist eine Flugspinne. Eine prähistorische, neandertalische Flugspinne. Guck mal, hier ist ein Blümchen, da weiß aber auch noch nichts viel mit anzufangen. Ah, guck mal, hier können wir noch mal drehen. Guck mal, hier oben sind ein paar prähistorische Neanderhörnchen. Auch cool. Ah, guck mal hier, da haben wir mit unserer wilden Ausprobiererei direkt schon den ersten Hint gefunden. Okay. Alles klar, das heißt, wir brauchen wohl noch ein paar Steine, die wir hier drauf... Ach, guck mal, hier ist die Beule wieder. Hat sich ausgebeult. Ja, gucken wir mal. Ah, cool, guck mal hier, die kann man rumdrehen, kann man kombinitisieren. Auch schön. Cool. Weiter geht's. Oh, der sieht ja spacig. Oh, guck mal, hier oben ist noch ein Stein. Kommen wir natürlich nicht ran. Und hier hält uns die Kröte ihren Popo in den Bildschirm. Ob das so cool ist, die alte Kröte hier ihren Dingsbums hier, ihren Verschlussmuskel so mitten in die Kamera hält hier. Naja, guck mal, hier ist die Beule wieder. Ah, guck mal, jetzt kann man die hier so ein bisschen hin und her titschen lassen. Hier ist noch ein Reißverschluss. Oh, guck mal. Hey, jetzt wissen wir auch, was die Beule war. Da war nämlich hinter Monitor, hinter dem Monitor hier, da war dieser Stein versteckt. Und das war nämlich die Beule. Und hier, guck mal, so sieht das im Monitor aus. Falls du schon immer mal wissen wolltest, wie es hinter den bunten Pixeln in deinem Monitor aussieht, dann drück jetzt Pause und guck dir das genau an. So sieht es dann nämlich aus. Auf jeden Fall cool. Haben wir hier schon mal einen Stein. Da müssen wir nur gucken, wie wir an den da oben rankommen. Ach so. Ich wollte eigentlich war jetzt der Plan gewesen, dass Ung sich da drauf stellt, weil ich nämlich gucken wollte, ob sich hier irgendwas tut. Ich meine, natürlich tut sich da was. Wir können uns natürlich auch einfach das Collecti schnappen und in den nächsten Level rennen. Nee, können wir natürlich nicht. Vor allem, weil wir natürlich auch noch auf der Suche nach Münzen sind. Vielleicht der ein oder andere schon mal, wenn ich hier versuche, die Rätsel zu dengeln, gucken, ob der ein oder andere hier eine Münze findet. Und wenn du eine findest, dann schreib mir unten in die Kommentare, wo die ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich werde sie verpassen. Ich werde sie nicht sehen. Und damit wir dann später nach allen Leveln in der letzten, so in der Bonusrunde, dann die letzten Münzen noch einsammeln können. Weil so ist der Plan. Wie dem auch sei, wie gesagt, er sollte sich da eigentlich draufstellen, hat er nicht getan. Dann nehme ich mir den Stein hier eben schnell so runter und lege den da drauf. Und dann hole ich mir den Stein von da drüben wieder und lege den da auch noch hin. So. Soll ich so tun? Ja, tust du so. So tust du. So, dann legen wir den da auch noch drauf. Oh, guck mal, jetzt fängt der hier schon direkt blau an zu glühen. Oh, was mit dem hier? Kann man drauf drücken. was war das denn? Was ist das denn für eine Mutation? Na gut. Achso, jetzt können wir uns hier aussuchen. Ah, guck mal, jetzt hat er einen Bärenkopf. Jetzt hat er...
Achso. Achso, guck mal hier, jetzt hat er Bienenkopf, Bienenkörper und Bienenfüße. Das heißt, wir sind jetzt in eine Biene mutiert. Können wir jetzt diese komische Flederspinne... Nee, ne? Okay, da mit der Blume weiß selbst die Biene nichts anzufangen. Aber warte mal, Biene, Blumen, passt doch hier. Da war was mit dem Bienchen, mit dem Blümchen. Blub. Ja, da hat er sich schon mal gut gehen lassen, ne? Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier vielleicht... Guck mal, jetzt hat er hier so einen blauen Pöppes. Vielleicht kann man da ja noch irgendwo mit anfangen. Ja, ich klick's einfach mal an. Aber es ist auch besser so, wenn er da nicht wirklich was mit anzufangen weiß. Warte mal hier. Ah! Ach so! Nee. Okay. Ich kann mir auch Angenehmeres vorstellen. Okay, ich vermute, dass diese Kröte uns hier irgendwie im Weg ist, weil hier Blume und so, ne? Und wenn die uns mampft, dann ist da bestimmt irgendwas. Aber hier hinten war, glaube ich, auch noch eine. Hier vorne am Anfang war, glaube ich, auch noch eine. Dann gucken wir doch mal, ob sich hier ein Plan herauskristallisiert. Alles klar, da tut sich... Okay, das funktioniert, cool. Das heißt, dass wir wahrscheinlich genau dieses mit der anderen Blume da drüben... Guck mal, was ist denn hier für eine Tatze drauf? Können wir da mal hinfliegen? Ja, passiert mir nicht viel, ne? Na gut, fliegt da halt da drüber. Okay, das heißt, wir müssen das wahrscheinlich mit der auch machen, müssen aber vorher irgendwie die Kröte dazu kriegen, hier nicht so rumzukrötigen. Kröterin. Schauen wir mal. Da findet sich schon irgendein Weg. Vor allem müssen wir jetzt mal gucken, wie langsam wird es mal wieder Zeit für die Hintmünzen. Mal gucken, was man noch so alles andingsen kann. Machen wir mal den Ung wieder zu einem Ung. Und schauen mal, was wir hier noch so... Wir können ja gleich auch mal die ganzen anderen... Da waren ja noch ein paar andere Stellungen, sollen wir die anderen Mutationen ausprobieren. Ja, und dann... Gucken wir mal, pass mal auf. Wir versuchen das einfach. Probieren geht über Studieren. Okay, pass mal auf, was haben wir hier noch? Okay, hier haben wir eine Maus, hier haben wir einen Bauch und Füße. Achso, den da oben müssen wir dann drücken. Was war das denn? Okay, sieht etwas verunglückt aus. Nicht, dass du das wirst. Okay, irgendwas stimmt hier noch nicht. Ah, guck mal, der passt viel besser. Der passt hier besser in die Probe. Ah, guck mal, der hat hier auch das Schwänzchen hinten. Genau, hier fehlt der Rest, das Schwänzchen von dem Mäuschen. Unkmaus, ah, die ist ja putzig. Die ist ja putzig. Gibt sie als Plüsch? Cool. Unkmaus. Großartig. Dann schauen wir mal, was wir so als Maus anstellen können. Wahrscheinlich wenig mit der Blume hier. Ah, guck mal, was ist denn hier? Das sieht doch aus wie ein Mauseloch, aber der kommt da... Der kommt da nicht rein. Kann man das vielleicht... Ah, guck mal hier, das können wir damit aufdrehen. Hüpf, hüpf. Okay, jetzt hat er den Korken da oben raus. Okay, das war jetzt nicht so ergiebig. Obwohl, naja, jein. Moment, ich hab da gerade... Da hat ja das Ding hier oben rausgeploppt. Und in solchen Spielen passiert ja wirklich absolut nichts ohne Grund. Okidoki. So, guck mal, hier ist nämlich dieser Ast-Dingsbums-Korken-Dings... Den der da gerade rausgedengelt hat. Jetzt müssten wir nur mal schauen, was wir damit anfangen können. Hier ist die fertige Blume. Hier ist die Blume. Okay, jetzt haben wir einen Korken und keine Weinflasche. Oh. Oh, mir kommt gerade... Warte mal, geht das? Ich habe gerade eine ganz fiese Idee hier. Ja, okay. Ich lasse das mal unkommentiert, aber wir versuchen jetzt nochmal, pass mal auf, wir machen uns nochmal zur Biene hier. Wo war denn die Biene? Die Biene Unk, nicht unbedingt die Biene Maya, sondern eher so die Biene Unk. Und jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir uns nochmal das blaue Gestäubchen hier holen. Und jetzt gucken wir mal, was die Kröte
mit zugekorktem Popo so sagt. Das ist eine neue Art. Das ist die Korkenpopo-Kröte. Aber Hunger hat sie immer noch. ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich lustig ist. Da ist sie, weil sie nicht pupsen konnte, durch den inneren Druck geplatzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich lustig ist. Wir gucken uns in der Zwischenzeit nochmal das Innere von unserem Monitor an, weil das ist lustig. Ich musste trotzdem herzhaft lachen. Aber guck mal, wir haben immer noch das blaue Zeug am Bienenpopo dran. Dann bestäuben wir doch einfach mal die dazugehörige Blume. Genau. Läuft. So. Jo. Jetzt. Okay. Wir haben, pass auf, wir haben noch eine Option haben wir hier noch über. Pass mal, wir fliegen mal ganz kurz hier auf den Mutator drauf. Und wir hatten noch eine Option über, die wir noch nicht ausprobiert haben. So, glaube ich. Ne? Das andere waren die... Das sind, glaube ich, die Füße von der Maus gewesen. Probieren wir mal den hier. Ja, sieht gut aus. Oh, guck mal, Ungebär! Der sieht ja auch irgendwie, hier ist ein Kuschelbär hier, ne? Das ist der Erklärbär. Gut, dann gucken wir mal, ob wir mit dem vielleicht irgendwas anfangen können, was sonst nicht geht. Okay, großartig, wir können uns hier draufstellen, dann geht das Ding runter, soweit waren wir, glaube ich, schon. Jetzt gucken wir mal, ich glaube, ich benutze tatsächlich mal ganz kurz eben die Hint-Münzen. Ah, guck mal, oh, guck mal, hier sind zwei Sachen sind hier. Hier ist eine Sache. Nee, die Sache da meinte ich. Achso, ah, genau. Ach, guck mal hier. Ah, guck mal. Er hat den Stein genommen. Und hinter dem Stein ist wieder so ein Mauseloch hier aufgedingst. Okay, cool. Gut. Dann. Okay, jetzt haben wir einen großen Stein. Was machen wir mit dem großen Stein? Das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Den könnten wir hier hinlegen. Und dann rutscht das Ding runter. Ja, kann man machen, ne? Ja, mal gucken, ob das so auch alles cool ist. Was haben wir sonst noch? Hier, dann, guck mal, hier, da kann man irgendwie noch ein bisschen für... Ne, pass auf, ich möchte mal das Mauseloch da unten angucken. Das heißt, machen uns nochmal ganz kurz eben zur Maus hier. Wir werden nochmal zur Maus. Und schauen dann aus dem Loch hinaus. Heraus. Irgendwie sowas. So. Unkmaus. Und rein da. Ah, und da oben. What? Da oben ist eine Münze. Ach so. Ist Labyrinth. Ist Labyrinth. Oh, hier geht der Mauszeiger kaputt. Ich habe hier gerade einen tierischen Verschleiß an Mauszeigern. Der blinkt was. Das ist ja süß. Ah! Okay, klar, ne? Münze, Bonus ist wahrscheinlich extrem eng. Was ist mit ihm hier? Was ist er denn hier für einer? Okay, pass auf, ich versuche mal ganz vorsichtig den Mauszeiger hier. Das ist so eine Art heißer Draht, ne? So, nehmen wir uns hier die Münze. Ah, guck mal hier, und wir haben Blunga Teno oder Zeno oder whatever. Wir haben auf jeden Fall 10 Blunga Blungas eingesammelt. Das ist schon mal schön. Da können wir dann am Ende ein bisschen in der Bonus, in der Galerie so ein bisschen gucken. Okay, das ist jetzt so ein bisschen heißer Drahtmäßig. Das heißt, wir müssen den Mauszeiger hier durchbewegen, ohne diese komischen Knollen da am Rand zu berühren. Was mit Ausnahme von der Münze da oben relativ einfach war. Und schon kommen wir hier unten an den Rand und das Mäuschen läuft da durch. Schön. Geil. Patz. Na gut. Pass mal auf. Dann. Guck mal hier, den konnten wir drehen. Dann kommen wir da bestimmt irgendwie weiter. Ah, guck mal, jetzt spart er uns. Ah, das ist cool. Wenn wir einmal da durch sind, merkt sich das Spiel das. Und dann müssen wir da nicht. Aber jetzt immer. Ah, was mal, jetzt nicht mal den. Hä, das ist ja blöd. Guck mal hier, wenn wir den. Ah, das ist ja doof. Guck mal, wenn wir den so drehen, dass wir hier durchkommen. Dann kriegen wir den hier, dann dreht der sich mit. Und wenn man den so dreht, dass er dann hier da drauf springen könnte. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die desynchronisieren.
Okay. Pass mal auf, da machen wir mal, werden wir mal eben ganz kurz wieder zum Ung. Und dann gucken wir mal. Schön ist, dass wir das, diesen heißen Draht da hinten nicht mehr machen. Das Spiel weiß, dass wir den einmal durchgeschafft haben. Und dann erspart er uns den. Guck mal hier, was ist denn hier mit der Plattform? Ist da hier irgendwie, ist da hier irgendwas? Nee, ne? Jetzt muss ich mal den hier irgendwie... Man müsste den irgendwie festhalten können, während man den hier weiterdreht. Wir machen nochmal so ein Ungebär hier. So. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht der Bär da irgendwie... Ob wir den vielleicht irgendwie... Ob wir mit dem Bär... Der Bär konnte ja auch vorhin diesen Stein hier, der uns ja sonst hier als Unk und schon gar nicht als Maus, konnte man den Stein ja nicht dingsen, ne? Vielleicht kann der Bär jetzt irgendwie mit dem hier... Der müsste den jetzt irgendwie festhalten, während wir den da irgendwie so drehen, dass das passt. Achso, jetzt... Achso, machen wir mal auf dem Podest hier drauf. Batz! Wie geil ist das denn? Klonk! Autsch, der guckt da so schön dämlich. Warte mal, der hat jetzt sich ja nicht gedreht. Hat der andere sich in der Zeit weitergedreht? Weiß ich nicht. Pass auf, der steht jetzt so hier nach vorne. Vielleicht haben wir da ja was. Moment, dann waren wir hier auf dem Podest, waren wir, glaube ich. Und dann... Klatsch! Ich weiß, es ist fies da drin. Oh, geil, guck mal hier. Ich weiß, es ist fies, über sowas zu lachen, aber ich finde es herrlich. Guck mal hier, der ist jetzt... Pass mal auf, das sieht doch schon fast gut aus. Guck mal hier, wenn die Maus... Pass auf, wir machen das mal jetzt mal nicht hier. Wenn die Maus den Ast hier hinten, die dreht den ja rum, damit die hier... guck mal hier, dann passt das. Cool. Okay, dann machen wir mal. Dann machen wir nochmal eine runde Maus hier. Also, nicht, dass die Maus rund ist, aber so ein Hühnchen spielen wir nochmal Maus. Das ist immer praktisch, wenn man früher immer so gesagt hat, da willst du jetzt mal gerne Mäuschen spielen, ne? Das können wir jetzt quasi tun. Jetzt spielen wir das Unkmäuschen. Und jetzt hüpfen wir nochmal ganz kurz hier in das Loch rein. Achso, halt, stopp, vorher den. So, das, genau, den eben ganz schnell richtig drin. Ja, da hat die Maus auch Spaß. Ah, okay, guck mal hier. Hier ist die Hand, da müssen wir wahrscheinlich, pass mal auf, wir nehmen... Okay, da braucht man den Bär für. Stell dich mal da drauf. Da braucht man den Bär für, weil nur der kann den großen Stein da hinten tragen. So. Was ist? Keine Ahnung, was dieses orange Professorenmonster da darstellen soll. So ein Professorenhut. Auf jeden Fall witzig. Pass mal auf, dann nehmen wir den hier mal weg. Und, legen den vielleicht mal irgendwo hin. So, dann machen wir jetzt nochmal. Dann tun wir die schon mal... Nee, so ist richtig, ne? Dann stellen wir uns hier schon mal drauf, machen nochmal eine runde Maus. Und jetzt ist der ja oben, glaube ich, ne? So, klack. Ja. Und dann versuchen wir das hier nochmal. Der ist richtig, wunderbar. Hey, passt immer noch nicht. Da fehlt irgendwie noch ein bisschen. Irgendwas fehlt da noch. Das ist noch irgendwie... Hier muss noch irgendwas drauf. Pass mal, wir machen nochmal zurück. Haben wir vielleicht noch... Haben wir noch Steine oder sowas? Irgendwas müssen wir da drauflegen. Pass mal auf. Irgendwas muss mit dem Stein hier ja noch laufen. Ne? Pass mal auf, wir nehmen uns mal. Ich hab da eine Idee. Ich hab da mal so eine Idee, ne? Wir legen das Steinchen mal eben kurz hier drauf. Ach so. Ja doch, geht. Pass auf. Wir legen den Stein da drauf. Ach so, nee. Blöd. Geht nicht. Weil ich wollte jetzt den Stein da drauf legen, dass wir zum Bären werden können. Okay, das war jetzt blöd. Okay, Kommando zurück. Wir müssen erst Bär werden, weil sonst können wir den Stein da nicht aufheben. Le Bär. Hier so und so. Klick. Mutata Hadaga Ung.
Dabara. So, jetzt schnappen wir uns nämlich den Stein. Achso, den will ich jetzt da drauflegen. Okay, pass mal auf. Jetzt brauche ich hier hinten einen von den kleinen Steinen. Gut, kann auch natürlich auch austauschen. Dann lege ich mir den kleinen Stein so lange hier drauf. So, jetzt geht die Hand runter. Jetzt schnappe ich mir den großen Stein. Na komm. So. Den können wir jetzt da drauflegen. So. Und jetzt nehme ich mir, weil das Mutationsding muss ja noch funktionieren. Außerdem muss der ja auch wieder hoch. Ah, guck mal, das sieht schon fast gut aus hier, ne? Genau. Jetzt haben wir den kleinen Stein, den können wir hier hinten wieder hinlegen, damit das Mutationsding wieder vollständig ist. Und dann machen wir nochmal so eine runde Maus, ne? So und so und so. So, komm, jetzt machen wir nochmal ein Mäuschen hier. So, und jetzt machen wir eine Rutschparty hier für die Maus. Das ist quasi, diese Folge ist sozusagen die Sendung mit einer Maus. Nicht mit der Maus, aber immerhin schon mal mit einer Maus. Ist ein Anfang. Hui! Dann hängt er sich auch noch an dem... Ah, cool, guck mal hier. Also sehr lustig mit dem, dass er sich hier an dem Reißverschluss noch festgehalten hat. Aber er hat auch unser Collecti. Also die Maus kann mit dem Collecti nichts anfangen. Aber ich glaube, das war es. Guck mal hier, pass mal auf. Jetzt laufen wir mal eben schnell. Jetzt werden wir mal wieder zu Unk. Also und bevor ich jetzt... Moment. Ha, stopp, halt. Auszeit. Bevor ich jetzt total voreilig und übereilt mir das in total euphorischer Freude das Collecti nehme, möchte ich nochmal... Ich glaube, wir haben noch nicht eine einzige Münze... Nee, da ist nichts, ne? Schade. Wir haben noch nicht eine einzige Münze gefunden. Geht ja mal gar nicht. Also wenigstens eine. Komm, wenigstens eine Münze irgendwo. Sonst ist doof. Wenigstens eine Münze. Vielleicht wieder hier irgendwas. Pass auf, wenn man hier vielleicht irgendwas... Was könnte denn in der Kombination hier als... Nee, doch, eine Münze haben wir. Nee, stimmt. Eine Münze haben wir. Da, hinten am heißen Draht, also im heißen Drahtspiel. Da haben wir immerhin schon mal eine Münze. Ist da immerhin schon mal was. So, guck mal, jetzt haben wir von allen drei Viechern ein Ding. Vielleicht hilft uns das noch irgendwie, um eine Münze zu kriegen. Aber ich fürchte es schon fast nicht. Obwohl die Kreationen, die da rauskommen, natürlich herrlich sind. Ja, aber ich glaube, das bringt uns nicht wirklich näher... An eine Münze heran. Nee. Schade. Was haben wir denn hier noch? Ist hier irgendwo in der Ecke vielleicht noch eine versteckt? Okay, nee, da kommt er natürlich nicht ran. Hier war die eine. Ja, also das alte Spiel. Hier müssen wir dann vielleicht später noch mal ein bisschen gucken. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo hier noch irgendwie, auch hier hinter ist nicht, hinter dem Steinberg hier, jetzt müssen wir, na gut, die Steine kriegen wir natürlich nicht mehr runter. Ja. Nee, da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfragt, ich habe keine Ahnung, wo hier noch Münzen sein könnten. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die von Level zu Level besser versteckt werden und schwieriger ranzukommen sind. Ich denke mal, dass es wieder irgendwas damit zu tun hat, dass man hier wieder irgendwelche Kombinationen... So, wir können ja den nochmal runter machen. Also wir holen den Stein da nochmal eben. Machen wir es als Unk. Dann müssen wir uns gleich nicht zurückverwandeln, wenn wir das Collecti holen. Hoffentlich lege ich jetzt den Stein da drauf und nehme ich das Collecti. Ja, okay. Aber hier ist natürlich... Hä? Wie jetzt? Hat Unk sich jetzt doch den Stein genommen? Den unsichtbaren. Okay. Okay, jetzt kann er nicht. Ja, ich würde sagen, wir waren gerade live Zeugen eines Bugs. Der übrigens in der Beta-Phase, glaube ich, auch, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass der in der Beta-Phase sogar erwähnt worden ist. Irgendjemand hatte den, ich meine, ich hätte davon gelesen, irgendjemand hatte den, glaube ich, gefunden. Schön, Unk kann tatsächlich den Stein von hier nehmen, obwohl er eigentlich gar nicht können dürfte, weil der Stein nur durch den Bären zu nehmen ist. Was unter anderem dadurch zu beweisen ist, dass er jetzt den Stein nicht mehr nehmen kann. Außerdem fehlte der.
Der war ja in der Animation gar nicht drin. Der war ja quasi unsichtbar und verschwunden. Na gut, okay. Sind wir gerade live Zeugen eines kleinen Bugs geworden, was uns aber leider nicht näher an eine Bonusmünze herangebracht hat. Das heißt, ich fürchte fast, dass wir diesen Level hier jetzt tatsächlich mit nur einer Münze beenden. Na gut, dann haben wir noch ein bisschen was für später über. Vielleicht kann man, warte mal, hat jetzt keinen Sinn mehr. Also jetzt hier wild in der Gegend rumklicken und verzweifelt versuchen, macht ja auch keinen Sinn. Ich würde sagen, wir schnappen uns das Kollekti, öffnen uns das Portal in den nächsten Level. Ein Monolith! Gut, hier in der Karte sieht man ihn auch. Der Monolith aus 2001. Eine Weltraum-Odyssee. Ja, dann würde ich sagen, ist es jetzt auch schon wieder relativ spät. Der hat jetzt ein bisschen länger gedauert wie die anderen Level. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nach diesem Level schon mal ein kleines Päuschen. Aber keine Bange, in der nächsten Folge werde ich euch auch wieder zutexten. Bei dem Versuch, den nächsten Level möglichst unbeschadet und clever zu überstehen und vielleicht tatsächlich mal die eine oder andere Münze finden. Guck mal, die zweite Münze haben wir gefunden. Aber ich wüsste auch echt irgendwie nicht, wo die anderen sind. Naja, findet sich. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu dürfen. Und Unk freut sich da auch drauf. In diesem Sinne, bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, tschüss.